ich bin schon der Überzeugung, der richtige Ton, der existiert nicht mehr. Es hat keiner mehr den richtigen Ton. Jetzt, ich sag allebei, von Grund aus immer vornehm sein, so wie es ich bin. Ja, in meinem Beruf. Ja, was glaubt ihr? In meinem Beruf, gell? Was man, da war mir ja klar hergeschenkt, wie wir uns alles gefallen lassen werden. Schau's, da, nein, das muss ich nicht verzeihen. Schau's, da habe ich mal am Roten Kreuzplatz habe ich einen Wechsel gekramt. Kommt da so ein neumodisches Automobil daher und da hockt so ein junger Stäbsi drum und hupt mich an. Hupt mich an. Dann schreit er noch aber auch zu mir. Haben Sie noch nicht ein Auto gesehen? Mütterchen, machen Sie Platz. Sieh, da bin ich verkrankt geworden. Ich sag, mein Bibel. Damals bist du ja zu einem Ruckel, der Blech muss ich nachkaufen, weil ich schon mein ersten Auto zum Versorgungsamt hingefahren bin. Ja, und willst du mir nicht der Baum und das, dann darf er dir jetzt runterblasen. Das meint der Jochwindvater durch deine Rippen durch. Das ist ja momentan schon auf den Nieren gegangen, weiß ich selber. Aber drum guckt dieser als wie so ein Sackerl für Hirschberg, gell? Sag ich, warum fasst du jetzt nicht weiter? Dann habe ich gesagt, du wirst deinen Führerschein wahrscheinlich in der Lotterie gewonnen haben. Geh zu, habe ich gesagt, hau deinen Gang rein, zieh deine selber gestrickten Ohrwaschel wieder drüber. Na, top. Ist ja wahr, er mit seinem Sparrowfer-Gesicht. Oder hab ich gesagt, warst vielleicht auf deinen Bruder? Bruder mag er mich fragen. Ja, sag ich, allein kann ich einer gar nicht so dumm schauen. Also, jetzt, ich muss ja noch sagen, mit den Trambahnen, da komme ich recht gut aus. Nein, da komme ich prima aus, da kann mir wirklich nicht kommen. Plus einer ist dabei. Einer, der fährt auf der Zweifel. Ein ganz alter ist schon. Tieriger schreibt er sich. Mit dem, nein, der hat was gegen mich. Ja, na ganz die Sache, so wenn ich da im schönsten Rahmen bin und er kommt daher und verlangt er von mir, dass ich gleich auf Seiten springe, als wäre ein Gummiboy. Blärt er nicht neulich von der Plattform runter, kannst du jetzt nicht aus dem Geist rausgehen? Alte Gurgel. Sag ich, ja, ich schon. Aber du nicht. Du damischer Rollwagen, lad mir an. Und dann sind noch ein paar Wörtchen gefallen. Ja, aber das ist schöner Wahn. Am anderen Tag bin ich schon nachbeordert worden in Personaldirektion. Stellen Sie sich vor. Sie, was der Mensch an gemeinen Hinterfotzigkeiten über mich gesagt hat, das war unglaublich. Der Direktor hat mir selber vorgelesen. Ich war schon, so ich gesagt habe, ich weiß schon, dass du am Land rein bist. Der Bauern da, der Zahnlocker da. Da, wo du her bist, da müssen sie auch hier ins Wasser reinstellen, dass sie eine Mille nicht sauer werden. Und du meinst, du kannst frech sein, gell? Weil du jetzt im Dienst bist. Weil die daheim dein Alte jeden Tag mit dem Putzrumpf und dem Kleiderkasten reinwischt. Dass du mit dem Mais Fangermantel tust. Und du pulst rein, dass du so gescheit bist. Ja, ja, du bist schon so hell auf der Platten, dass deine Leute in die einschlafen können. Und du meinst vielleicht, so ich gesagt habe, okay, du meinst vielleicht, weißt du, jetzt du bei der Pferdebahn angefangen hast, es kannst du groß für die Dinge lassen, weil es größer nicht gehabt haben. Mei, wenn du so lang warst, als wie es bleib bist,
Dann kannst du ja klar knien, dass er da drinnen raussaffen. Und wenn du auf Touren aufschaust, dann bleibt ja der große Zorger Stiefel an der Schreck. Sieh, das soll ich alles gesagt haben. Glauben Sie, ich glaube, ich bin ganz blass worden von lauter Schreck über eine solche Gemeinheit. Herr Direktor, habe ich gesagt, es ist nur ein Glück, dass ich eine Dame bin. Nein, bei solchen Ausdrücken sind mir vollständig fremd. Die hat sich der Herr Oberfahrer Thieriger wahrscheinlich selber aus seinen Bälle rausgezuselt. Also meiner Anschauung nach haben sie ihn in der Suppenschule ein Mäppapenzin reingespritzt. Und haben es umrühren vergessen. Aber die sei, habe ich gesagt, so gerne, Herr Direktor. Den bin ich erst erwischt auf diesen, auf. Da hat er nichts zum Lachen. Da treibe ich mit meinem Instrument so am Mauer hin. Ja, das ist ein Maurer von Heile und Litte mit der Spachtel überkratzen ist. Ist ja wahr? Ein solcher gehört in der Luft zerrissen und an den Handwerksbussen verschenkt. Ja, der Herr Direktor, der hat sofort erkannt, gell, wie man vor sich hat. Frau Meier hat gesagt, Sie sind ein Original. Ich werde dafür Sorge tragen, dass Sie mit den Tieren nicht mehr auf einen Geleise zusammenkommen. Ja, habe ich gesagt, sind so gut. Ja, der hat ja noch Masel gehabt, habe ich gesagt, Chance, dass er mit mir zusammengerückt ist. Ja, was machen Sie, wenn die eine andere erwischt hätte? Ja, die hätten ja beim größten Platz wegen über seine eigene Plattform, aber ich hätte bis an Zehennägel verrost worden. Ja, von da ab bin ich dann in den Stachusbezirk gekommen. Sieh, das ist ein Revier, das kann ich nicht sagen. Ein Wechsel nach dem anderen. Na ja, ich kann mich nicht beschweren, wir sind uns fünf Damen, gell? Ja, sobald man von meinen Kolleginnen von Damen reden kann. Ich möchte auch keiner weder, gell, aber da sind vielleicht schon gescheite Leute dabei. Also unsere Hauptarbeit, die beginnt so in den frühen Morgenstunden, gell? Da laufen dann meistens die Psyphern über den Weg. Nein, was ich da schon lachen müssen, kannst du sagen. Da war nicht die meiste Zeit zwischen Geist eine Flanke zum Schlafen. Der andere, der singt ein schönes Lied vor. Und dann kommt der, der möchte gleich selber so einmal probieren. Aber sie nein, ist mir mal was passiert, das möchte ich auch nicht geben. Da kommt der Besucher und der Herr macht mir einen Heiratsantrag. Dann komm ich vor. Na, das war so eher gewesen, was man das, der hat da vorne dabei gehabt, bis nein zum Marienblatt. Der macht mir einen Heiratsantrag. Mein Herr, glaubst du, ich hab gerade so gesagt, ich hab's nicht gedacht. Ja, und dabei war er so zufertig worden. Sieh, der war so frech worden, dass ich mich bloß noch mit aller Energie wehren hab können. Da hat er so passen, hab ich gesagt, gell, so fürs Wochschall. Eine städtische Angestellte heiraten und mein Gehalt versaffen. Solchen wie du, hab ich gesagt, möchte ich ja nicht einmal von Christkind geschenkt. Ist das schade, dass ich keinen Spiegel dabei habe, gell? Na, dass ich den reinschauen lassen, wird er dein festen Arsch von deinem Antlitz raushängen. Das, was du gesehen hast, da sitzen ja andere Leute. Du zuwacht, du unappetitliche. Und dann habe ich gesagt, und jetzt bist du frei und schleichst dich. Okay? Sonst gibt es einen Schlag, einen Staubwolken und deine Schuhe stehen da.
Fällen, da ist es wirklich ein großes Glück, wenn man eine Dame ist.